Ja, hallo, willkommen zum Basisprogramm Nummer 3. Wir fangen gleich wieder an mit Schulter- und Brustbereich und dafür machen wir einfach nur Rücklings-Dips auf dem Hocker, auf einer Bank, auf dem Stuhl, auf dem Tisch. Also das ist, wie gesagt, wobei Tisch ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Also jeder so, was er halt zu Hause hat. Am Fußballplatz eignet sich ganz gut die Trainerbank dafür oder so eine Bierbank oder sowas dafür. Ganz einfache Dips, das heißt in diese Rückwärtsposition gehen, außen greifen. Hier jetzt in dem Fall bei einer Bank kann ich auch dann anders greifen. Das kann ich gleich nochmal zeigen. Von der Position dann einfach dann rauf und runter gehen. Ja, für 30 Sekunden. Gesäß nur leicht andeuten, also das leicht nur auf den Boden unten aufsetzen und dann eben 30 Sekunden rauf und runter gehen. Ja, hier in dem Fall jetzt praktisch bei dem Hocker greife ich so außen. Wenn man eine Bank hat oder etwas Längeres hat, dann greift man halt einfach so hinten rum. Ja. Ein bisschen breiter natürlich dann. Und dann drücke ich mich da mit den Dips rauf und runter. Schulterbereich, Brustbereich, oberer Rückenbereich natürlich auch mit dabei. Dann den Hocker mal weg. Dann machen wir wieder was für die vordere Bauchmuskulatur. Dann machen wir wieder eine Sit-Ups-Variante und zwar mit einem Bein immer abwechselnd zu sich ziehen. Das heißt, ich gehe hier in die Position der Sit-Ups wieder rein, setze meine Beine einfach auf. So, und jetzt gehe ich zum Sit-Ups hoch, bringe meine Arme mit nach vorne, ziehe ein Bein hier zu mir her, ein Knie, und versuche einfach mit den Armen dann nach vorne dann Richtung Knöchel mich zu bewegen. Ja? Das heißt, einfach nach vorne gehen, anziehen, runtergehen. Ruhig eine kurze Pause machen. Ja? Dann eben andere Fuß machen. Nach vorne gehen, runtergehen, vorne gehen, runtergehen, vorne gehen, runtergehen und so weiter und so fort. Vordere Bauchmuskulatur. Wenn jetzt das Niveau noch nicht so gut ist, ja, dann ist das auch ein bisschen einfach nur anzudeuten, ja, dass ich dann einfach so ein bisschen nach vorne komme. Ja, das passt dann schon am Anfang, ja, das ist schon okay. Ja, jeder halt auch ein bisschen so in dem Bereich trainieren, was für ihn halt dann maximal möglich ist. Wenn da bei der leichten Ausführung eben schon eine enorme Spannung spürt, dann ist das auch okay. Dann seitliche Bauchmuskulatur, dann machen wir wieder diesen Unterarmstütz mit aufdrehender Bewegung. Das heißt, wir gehen in eine seitliche Position, Handfläche nach vorne, sodass ich diesen Unterarmstütz eben bekomme, Füße leicht versetzen, nach oben drücken. Jetzt nehme ich die rechte Hand in dem Moment, führe sie unten rein, drehe sie seitlich auf. Führe sie unten rein, drehe sie seitlich auf. Ja? Schauen, dass das Becken einigermaßen hochkommt, dass es nicht zu tief abfällt. Die ist schon ganz schön intensiv, weil ich eben noch zu der statischen Bewegung noch eine dynamische oben ausführen muss. Wieder daran denken, beidseitig sollte ich das Ganze ausführen. Je besser man bei der Übung übrigens ist, das ist ein kleiner Hinweis, wenn ich so ein Programm zu Hause mache, je besser man bei der Übung ist, desto mehr kann man das machen in so einer schiefen Ebene. Ja? Wenn ich jetzt bloß mal kurz den Hocker hierher nehme, der ist ein bisschen hart, toll ist irgendwie eine Couch oder so zu nehmen. Ja, dann kann ich ja das da auch so machen in so einer Ebene rein, sodass einfach hier die Haltearbeit noch größer ist und gehe jetzt hier so her. Ja, kann man zu Hause super machen, auf dem Bett oder sowas. Nur als kleine Variante oder so einen kleinen Hinweis noch für zusätzliche Möglichkeiten für zu Hause. Dann haben wir Oberschenkel Vorderseite. Da machen wir jetzt Telemax seitlich. Das heißt, diese Telemax-Schritte, die wir im Basisprogramm 2 hatten, nach vorne gehen, die machen wir jetzt einfach seitlich weg. Wir nehmen wieder den Ball mit dazu, um noch ein zusätzliches stabilisierendes Element mit zu haben. Und zwar Ball wieder mit nach vorne nehmen, sondern jetzt in der Position einfach seitlich rübergehen, wie wenn ich quasi meine Adduktoren anlehnen würde. Ja, aber ich gehe halt jetzt eben quasi hier tief runter, gehe jetzt tief zurück, gehe tief rüber, gehe tief hin und her. Das kann man immer in diese leichte Dehnung mit reingehen. Tief hin und her. Ja? Oberschenkel Vorderseite, Po ist mit dabei. Ja, wunderbar. Dann haben wir die Oberschenkel Rückseite. Dafür gehen wir jetzt in eine Liegestützposition einfach nur hinein und bewegen dann den Fuß immer rauf und runter und machen dann gestreckten Fuß und machen dann immer eine Liegestütze dazwischen. Also hergehen, einigermaßen die Liegestützposition wieder suchen. Dann eine Liegestütz machen, nach oben gehen, in der Position jetzt verharren. Dann den rechten Fuß fange ich an, nehmen und dann einfach nur 1, 2, 3. Ja, unter, Liegestütz machen, 1, 2, 3, linke Seite. So, darauf auf Folgendes achten. Wenn ich, fangen wir von vorne an, diese Liegestütz, die ich jetzt damit reingemacht habe, die muss nicht sein. Die wäre ein tolles Gimmick, um einfach die Übung noch ein bisschen ganzheitlicher zu gestalten. Habe ich es halt nicht. Habe ich es halt einfach nicht, dann mache ich halt einfach nur diese Halteposition und fertig. Erstens. Zweitens, wenn ich den Fuß rauf und runter bewege, den gestreckten Fuß, darauf achten, dass ich mit dem zweiten Fuß
der stabilisiert, so eine wippende Bewegung über den Vorderfuß mache. Ich mache es mir jetzt mit links vor, dass man die wippende Bewegung hier sieht. Also wenn ich hier bin und bringe jetzt den Fuß nach oben, nicht nur nach oben bringen, sondern wippen, wippen, wippen. Über diesen Fuß so ein bisschen rollen, über die Zehenspitzen. Denn damit habe ich nämlich sowohl Oberschenkel, Rückseite links, wo ich rauf und runter strecken muss, plus aber durch diese Bewegung auch ein bisschen Oberschenkel, Seite rechts. Trainiere ich also schon wieder ganzheitlicher. Gut, und die letzte Geschichte, die ist jetzt einfach nur für den kompletten Rücken, eher was zum Rückenstrecken. Das ist jetzt nichts Kompliziertes, das ist was relativ Simples, relativ Einfaches. Einfach nur in diese Position reingehen, ja, in so einen Vierfüßlerstand. So, und jetzt einfach nur einen Fuß immer permanent nach hinten strecken, nach vorne ziehen. Nach hinten strecken, nach vorne ziehen. Bewusst nach hinten strecken, ganz hinten anstrecken, bis ich hier im Gesäß eine schöne Spannung habe. Dann wird der Rücken schön mitstabilisiert. So, diese Übung ist relativ einfach. Ja. Der Rücken kann hier schön stabil arbeiten, schön diese Bewegung halten. Ja. Und jetzt, um sie ein bisschen schwieriger zu gestalten, gehe ich einfach nur nach unten. Ja, bleibe hier ein bisschen unten. Und nach oben. Da kann man ein bisschen spielen damit. Dann habe ich den Rücken schön mit dabei. Ist ja gleichzeitig, merkt man ja auch bei der Übung, auch wieder Gesäß mit dabei, Oberschenkel, Rückseite ist mit dabei, Schulterbereich durch die Stabilisation. Also ich erwische gleichzeitig wieder viel, viel mehr Muskulatur, als jetzt ursprünglich vom Trainingseffekt gewollt. Eine etwas einfache Übung zum Abschluss sozusagen. Auch hier wieder dran denken, 30 bis 45 Sekunden die Übung, 30 bis 45 Sekunden die Pause, so wie wir es im Intro ausführlich geschildert haben. Und dann noch eine zweite, dritte Serie nach einer Serienpause von 2 bis 3 Minuten dranhängen. Auch hier wieder viel Spaß beim Üben. Auch hier wieder mein Spruch, gebt's Gas. Bis demnächst. Servus.